Stark Neustadt gegen den ASV Grün Wettersbach. Es wurde eine richtig spannende Begegnung. Sie sehen es schon am Zwischenstand. Im ersten Einzel zwischen Joao Geraldo und Steffen Mengel 2:2. Wir sind also im fünften Durchgang und da die knappe Führung für Steffen Mengel. Geraldo wehrte sich, hatte dann auch zwei Matchbälle und schafft tatsächlich noch die Wende 1:0, die Führung also für die Gäste aus Grün-Wettersbach. Danach dann Benedikt Duda gegen Alvaro Robles. Hier war die Sache dann schon ein bisschen deutlicher. Robles hier nochmal mit einem schönen Punktgewinn mit seiner Vorhand die Linie entlang, aber dann hatte eben Benedikt Duda zwei Matchbälle auf seiner Seite. Und mit diesem kurzen, intensiven Topspin-Duell fährt er den Ausgleich ein. Hier nochmal schön zu sehen, beide ziehen ziemlich nah am Tisch. Nur eine kurze Reaktionszeit und ja, am Ende macht dann eben Benedikt Duda den entscheidenden Punkt. Ricardo Walter dann gegen Jan Ziebrat. Auch hier in Sätzen die klare Führung für den Mann aus Bergneustadt. Drei Matchbälle für ihn. Und dann der Fehler von Ziebrat. 2:1 jetzt also die Führung für Bergneustadt. Und dann gab es nochmal das Match der beiden Einser. Steffen Mengel gegen Alvaro Robles. Auch das eine hitzige Partie und hier ganz viel Gefühl von Alvaro Robles an dieser Stelle, der hier mit einem Unterschnittball ganz ungewöhnlich dieses Topspin-Duell unterbricht. Trotzdem, letztlich hatte Steffen Mengel das bessere Ende für sich, gewinnt gegen Robles und damit gewinnt Bergneustadt 3:1. Düsseldorf gegen Ochsenhausen, ein echtes Spitzenspiel und im Moment natürlich fehlt ja noch Timo Boll bei Düsseldorf. Das heißt, die Gegner rechnen sich deutlich mehr aus wie normalerweise. Und auch an diesem Tag sollte es so sein. Im ersten Einzel Wahnsinnsballwechsel zwischen Panagiotis Giannis und Simon Gossi. Der Franzose hier mit dem besseren Ende in diesem Ballwechsel, weil Giannis hier die Vorhand verzieht und Gossi dann auch entsprechend mit einer ganzen Reihe an Matchbällen, 6 Stück im vierten Durchgang. Und setzt hier den ersten Big Point aus Sicht der Gäste. 1:0 für Ochsenhausen. Danach dann Sharad Kamal Achanta. Erfolgreich gegen Liam Pitchford, gegen den jungen Engländer. Schafft hier den 1:1 Ausgleich für die Borussia. Und im dritten Einzel dann musste wieder Danny Heiß daran. Er aber ja ohne wirkliche Chance in diesem Spiel gegen Jakub Diaz, der das Ding hier ganz klar für seine Mannschaft nach Hause fährt. Dann Panagiotis Giannis gegen Liam Pitchford. Ein enges Match. Es ging über 5 Sätze und dann bei 12:11 erst der entscheidende Matchball für Giannis. Ja, und unterschiedlicher könnte die Gefühlslage nicht sein. Hier Giannis macht einen Luftsprung und was macht Pitchford? Der tritt erstmal seinen Schläger weg. Verständlich nach so einer knappen Niederlage. Und deshalb musste das alles entscheidende 5. Einzel herhalten und das entschied dann tatsächlich Simon Gossi für sich. Ochsenhausen gewinnt in Düsseldorf nach einem hart umkämpften Match mit 3:2. Das Spiel zwischen dem TTC Rhönsprudel Fuldamer Barzell und dem SV Werder Bremen war eine ganz, ganz enge Angelegenheit. Wir steigen ein beim Stand von 1:1 und mit dem Match zwischen dem richtig gut aufgelegten Jonathan Groth und Kirill Skatschkov. Die Wiederholung zeigt, Groth hier mit ganz viel Übersicht zieht den Vor- und Topspin die Linie entlang und macht den Punkt. Aber auch Skatschkov konnte immer wieder mit tollen Punkten glänzen, sehen wir jetzt hier. Treibt da Groth in die Defensive und entsprechend macht dann Skatschkov den Punkt. Nutzt ihm aber nichts, denn jetzt gleich werden Sie sehen, es gab Matchbälle für Jonathan Groth. 2 Stück an der Zahl im vierten Durchgang. Und das reichte dann auch für die 2:1 Führung der Hausherren für den TTC Rhönsprudel Fulda Marberzell. Dann aber Bastian Steger gegen Ruven Filus. Die beiden kennen sich natürlich bestens aus der Nationalmannschaft. Und dieses Spiel hier geht dann doch im Ende klar an Basti Steger. Entsprechend musste die Entscheidung im 5. Einzel fallen. Und da war Konstantin Ciotti gegen Wang Shi gefragt, aber auch hier der Abwehrmann doch mit dem besseren Spiel an diesem Tag und dann mit 2 Matchbällen im 3. Satz.
Und hier beweist Wang Shi ganz klar, dass er auch toll angreifen kann. 3:2 gewinnt Fulda gegen den SV Werder Bremen. Gewinnt das Duell der beiden Vizemeister der letzten Jahre. Mühlhausen in dieser Saison noch ohne Sieg und ausgerechnet jetzt kam der TTC Hagen nach dem Erfolg gegen Düsseldorf ja mit ganz viel Selbstvertrauen ausgestattet. Aber Mühlhausen hat einen großen Vorteil und das ist das Publikum. Das ist diese enge Halle am Christianplatz. Und dieses Publikum sah zunächst einmal die Führung für die Gäste aus Hagen, denn Cedric Nöting gewann gegen Ovidiu Ionescu. Dann aber wurde es zum ersten Mal richtig laut. Denn Lars Hielscher sorgte gegen Anton Kellberg für den 1:1 Ausgleich. Und dann gab es das enge Match der beiden Dreier, Bohumil Wosicki gegen Borna Kovac. Wosicki hier mit Pech in der Abwehr, fischt erst die Schmetterbälle ganz gut, aber dann geht der Ball ganz, ganz knapp hinten an der Kante vorbei. Trotzdem, er kämpfte sich im vierten Satz dann 5 Matchbälle. Ließ sich auch gar nicht lange Zeit zwischen den Ball wechseln, sondern hatte es dann wirklich eilig, hier die Entscheidung herbeizuführen. Und es klappte auch. 2:1 die Führung für Mühlhausen, für das Team aus Thüringen. Denken Sie dran, noch kein Saisonsieg. Aber jetzt war der ganz, ganz nah. 4 Matchbälle für Ovidiu Ionescu und dann brachen alle Dämme. Ionescu hier mit dem Jubelschrei wollte gar nicht mehr aufhören. Der erste Saisonsieg für Mühlhausen. Perfekt. 3:1 gegen Hagen. Der Tabellenführer Saarbrücken zu Gast im Westerwald. Ja, und der TTC Zugbrücke Grenzau stark ersatzgeschwächt. Nur ein Spieler des etatmäßigen Teams, nämlich Liang Shu, war mit am Start und er hatte im ersten Einzel überraschend Bojan Tokic besiegt. Danach gab es dann aber eine Niederlage für Alberto Mino, den Ersatzmann gegen Thiago Apollonia. Wir gehen also rüber ins dritte Einzel beim Stand von 1:1. Luka Fukic gegen Adrian Martinet und das war jetzt ein Ballwechsel zum Genießen. Unglaubliche Rallye mit dem besseren Ende für Martinet, der hier auch entsprechend feiert, die Arme ausbreitet und damit die 2:1 Führung für Saarbrücken einfährt. Nochmal die Wiederholung hier. Ein unglaublich langes, tolles Topspin-Duell und am Ende macht dann Fukic den entscheidenden Fehler. Also 2:1 Führung für Saarbrücken im vierten Einzel dann. Thiago Apollonia gegen Liang Shu. Die beiden hatten ja ihre ersten Einzel jeweils gewonnen. Aber Sie sehen schon am Spielstand, auch wenn Shu hier nochmal mit einem Kantenball punkten kann. Die Sätze waren knapp, letztlich aber hatte Thiago Apollonia im dritten Durchgang bei 12:11 dann Matchball für sein Team, für den ersten FCSTT. Und Lang Shu hier nochmal mit einer tollen Reaktion, aber nützt halt nichts mehr am Ende. Wiederholung zeigt es nochmal hier, da geht er ganz weit raus und fischt diesen Ball noch, klasse geholt, aber dann Apollonia ja, mit ganz viel Gefühl legt den Ball locker zurück auf den Tisch und das reicht zum 3:1 Sieg für Saarbrücken. So, wir schauen nochmal auf die Ergebnisse, Fulda gegen Bremen 3:2, Bergneustadt gegen Grünwettersbach 3:1, Düsseldorf gegen Ochsenhausen 2:3, Mühlhausen mit dem ersten Saisonsieg 3:1 gegen Hagen und Grenzau verliert gegen Saarbrücken mit 1:3 und damit bleibt Saarbrücken natürlich an der Tabellenspitze. Wir gehen rüber zur Tabelle. Und da sehen wir es auch nochmal. Die Saarländer ganz oben als einziges Team ungeschlagen. Dahinter jetzt Ochsenhausen, Fulda und Bergneustadt. Ja, und dann Überraschung, Düsseldorf im Moment aus den Playoff-Rängen verdrängt. Nur auf Platz 5 mit 6:8 Punkten. Werder Bremen und Grenzau mit dem gleichen Punkteverhältnis und nur schlechterem Spielverhältnis. Dann Hagen und ganz hinten Mühlhausen nach dem ersten Saisonsieg auf den vorletzten Platz geklettert. Und ganz hinten jetzt die rote Laterne beim ASV Grünwettersbach. Aber hinten raus immer noch sehr, sehr knapp alles beieinander. Da kann noch viel passieren im Rest der Saison.
Der nächste Spieltag dann in 2 Wochen. Die Wahl zum ersten Ballwechsel des 7. Spieltags. Gewinnen Sie ein Trikot des TTC Rhönsprudel Fulda Mabazell, wählen Sie jetzt Ihren Favoriten. Das sind unsere Vorschläge. Der erste Vorschlag eben aus Fulda. Der angreifende Wang Shi gegen Konstantin Ciotti. Die Wiederholung zeigt es nochmal. Wang Shi mit ganz viel Übersicht zieht hier die Linie entlang gleich 3-mal hintereinander und das reicht dann zum Punktgewinn. Der Vorschlag Nummer 2, Bohumil Wozicki gegen Borna Kovac. Wozicki hier wehrt erst toll die Bälle ab. Am Ende dann hat er ein bisschen Pech. Der Ball verfehlt ganz, ganz knapp die Tischkante. Und damit gehen wir rüber zu unserem Vorschlag Nummer 3. Angriff gegen Abwehr. Panagiotis Giannis bekommt die Topspins von Simon Gossi um die Ohren und wehrt sich dann kräftig. Tolle Rallye hier von beiden. Am Ende Giannis mit dem Fehler haut hier den Topspin vorbei. Sonst hätte das wahrscheinlich noch einen ganzen Augenblick so weitergehen können. Rüber zum Vorschlag Nummer 4. Ganz viel Gefühl von Alvaro Robles. Hier Steffen Mengel geht freiwillig in die Defensive und dann kommt richtig viel Suppe, richtig viel Unterschnitt von Alvaro Robles auf die andere Seite und dann macht Mengel den Fehler. Und der Vorschlag Nummer 5, ein extrem langer Ballwechsel. Adrio Madne gegen Luka Fukic. Tolle Rallye hier und am Ende jubelt der Franzose auf Seiten der Saarländer. Also, das sind unsere 5 Vorschläge. Schreiben Sie uns jetzt Ihren Favoriten an gewinnspiel@ttbl.de und mit ein bisschen Glück haben Sie demnächst ein Trikot des TTC Rhönsprudel Fulda Mabazell im Schrank. Ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Glück!